Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe Monologie mit René. Und ich würde sagen, wir fangen doch einfach mal an. So, ich habe euch das letzte Mal ein bisschen über die Manga-Power und über die Manga-Twister philosophiert, sage ich mal, euch das näher gebracht. Und heute, beziehungsweise das letzte Mal, habe ich auch schon angemerkt, dass es dieses Mal um die Koneko geht. Ist es natürlich irgendwie fast schon selbstverständlich, dass es aber da nicht nur über die Koneko gehen kann, weil die Koneko ist noch nicht recht jung und frisch und kann noch nicht so viel Gesprächsstoff geben, weshalb ich noch heute zusätzlich zwei andere Magazine nehme und das Ganze einfach in ein Anime-Manga-Magazin-Podcast, Podcast sage ich schon, Monolog einbette. Und ich fange einfach mal so neu wie möglich an. Ich möchte nicht sagen stolz, aber ich bin Abonnent der Koneko, das Trendmagazin für japanische Popkultur. Das Magazin, tja, das Magazin kostet 4,95 €. Ja, erscheint alle 2 Monate, ist deutschsprachig. Gepublished ist das Ganze von der Raptor Publishing GmbH, ja. Vor allem hauptsächlich, ganz klar, Anime, Manga und ab und zu Cosplay. Die Koneko erscheint seit 2004, erstaunlicherweise. Jedoch ist mir die erst so richtig bewusst geworden im letzten Jahr, im Oktober. Also im letzten Jahr heißt im Jahre 2012. Da ist mir dieses Magazin erst richtig aufgefallen. Vorher war das für mich irgendwie nie da. Oder ich dachte immer, das hat nicht viel mit Mangas zu tun, sondern eher nur so mit so J-Pop und also mit so Sängern und so, mit dem ich nicht so besonders viel anfangen kann. Aber tatsächlich hat es auch wirklich gute, sachliche Anime-Manga-Infos, die ich sehr gut finde. Die ich sehr gut finde. Was gibt's darüber zu sagen? Es sind einfach diverse Sachen drin, Berichte aus Musikszene. Werden Spiele angetestet oder ich sag mal vorgestellt, sage ich mal. Vor allem eher Spiele, die den leichten Anime-Manga-Charme haben eben. Sowas wie zum Beispiel die Tales of Reihe. Das ist nur als Beispiel genannt oder Persona oder sowas in die Richtung. Dann gibt es natürlich, wie gesagt, J-Pop, J-Rock, sehr viel da drin, was mir jetzt persönlich jetzt nicht so zusagt, weil es mich herrlich nicht interessiert, was die ganzen Sänger und was weiß ich für Wehwehchen und für Problemchen und was weiß ich haben. Aber man muss auch dazu sagen, dass die Koneko sehr stark an weibliche Leser gehalten ist, weshalb ich es für mich schon ein bisschen verständlich ist, dass es mich nicht so in dem großen Maße interessiert. Dennoch muss ich sagen, es ist eine schöne, angenehme Zeitschrift, die einen guten Sprachgebrauch hat. Man kann es gut lesen. Und 84 Seiten Umfang ist zumindest nicht schlimm. Könnte mehr sein, aber es ist eigentlich okay, so wie es ist. Was sei dazu noch gesagt? Es gibt noch ein paar Doujinshis, also Mangas für Fans, von Fans, die es regelmäßig in die Koneko schaffen, die aber meistens eher von unbekannten deutschen Zeichnern sind oder von unbekannten japanischen Zeichnern. Nicht so prickelnd, wie ich finde, weil es die meiste Zeit oder eigentlich bisher immer nur Shoujos waren. Aber wie gesagt, orientiert sich eher so an die weibliche Hälfte der Anime-Manga-Fans, von daher ist es irgendwie verständlich und logisch. So, im Endeffekt
nicht mehr viel, allzu viel kann ich euch dazu nicht mehr sagen. Ich mach's wie gerne. Allzu viel kann ich euch dazu nicht mehr sagen, aber ich kann mit euch Folgendes mal tun. Und zwar, ich werde mich aufnehmen und werde einfach mal so, ich sag mal, die Koneko, die neueste hier, die Nummer 55, so ein bisschen mit euch analysieren. Frisch entjungfert, ich habe es noch nicht angeguckt. Sie sieht zwar dann ein bisschen verknittert aus, aber das mache ich mit euch. Wir analysieren die Koneko mal. Weil allzu viel gibt es dazu wirklich nichts zu sagen. Denn man kann sie auf Raptor, also raptor.de kann man sie bestellen. Abonnieren. Ob es sich dann für euch lohnt, ist so die Frage. Deswegen machen wir das Video und schauen einfach mal, wenn es euch dann interessiert, euch gefällt, könnt ihr es ja dann auf raptor.de bestellen. Ja, und ich mache dafür übrigens keine Werbung, dass ich ja irgendwie Geld für krieg oder so. Nein, ich mache das einfach Werbung quasi mehr oder minder zur Orientierung und euch zu zeigen, das existiert da draußen und man kann es abonnieren. Man kann es aber auch ganz genau auch alle 2 Monate in den Ze im Zeitschriftenhandel kaufen. Ist natürlich die Frage, was günstiger ist oder was bequemer ist. Für mich ist es einfach so die Bequemlichkeit. Ich lasse mir es lieber abonnieren, dann bekomme ich es regelmäßig zugestellt und bin glücklich damit. So. Kommen wir weiter. Zur Animania. Die Animania ist auch ebenfalls so ein Manga-Magazin, wo ich jetzt gerade nicht zur Hand habe, aber das sollte nicht weiter schlimm sein. Tut sich selbst bezeichnen als ein deutschsprachiges Fachmagazin für Anime und Manga und japanische Kultur. Lass ich mal so stehen. Japanische Kultur nicht besonders, aber also mehr Anime und Manga bezogen. Finde ich in dem Tick fast schon besser. Wirkt auch von allem, vom Design und so weiter, wirkt auch schöner. Ich habe nur manchmal Probleme mit der Schreibart, die mir teilweise ziemlich auf den Keks geht. Es ist nicht bei jedem Redakteur, muss man auch dazu sagen, aber bei vielen, wo ich dann schon so sehe, oh, der oder die hat das gerade, hat den Bericht gemacht, dann weiß ich irgendwie, das möchte ich nicht lesen. Aber das wird's immer geben in solchen Magazinen, also damit, das ist definitiv kein Kritikpunkt. Es ist nur was, wo mir aufgefallen ist. Ja, im September 1994 wurde die Animania veröffentlicht und war das erste deutschsprachige Magazin für Anime und Manga. Muss man auch mal dazu erwähnen. Ist nicht so selbstverständlich. Ja, das Ding wurde bis Ausgabe 50 im Abstand von 2 Monaten veröffentlicht und danach ab sofort 10-mal im Jahr. Das heißt, 2 Monate sind quasi Pause und der Rest monatlich 10-mal im Jahr. Ab einer gewissen Ausgabe gab es dann tatsächlich die ersten, so wie es damals in der Screen Fun oder sonstiges so üblich war, gab es eine CD dazu, die von den Produktionsfirmen Trailer zu kommenden neuen Serien in Deutschland beinhalteten und auch teilweise sogar Pilotfolgen, was sehr interessant war. Das heißt, du konntest so quasi mal die erste Episode von einer bald erscheinenden Serie schauen und konntest dir dann so quasi überlegen, kaufe ich mir die DVD oder nicht. Damals war das mit dem DVD-Kauf nämlich noch nicht so im Rennen. Das ist mittlerweile größer und öfter der Fall. Damals ging das Ganze noch ziemlich, da haben sie gekämpft, sage ich mal. Und da kam eben diese DVD dazu. Kann man von halten, was man will. Ich fand's nicht schlecht. Was ich schlecht fand, ist, dass die Animania dadurch einen gewissen Kostenfaktor mit sich brachte, wo, jetzt muss ich auch ganz kurz mal hier kurz einen Break machen.
So, da bin ich wieder. Wo war ich stehen geblieben? Also dieser Kostenfaktor, der war folgender: Die Animania hatte normalerweise 5 € Kosten, ja. Sobald aber eine DVD drin ist, und weshalb ich mir, wenn ich mir heute eine Animania kaufe, definitiv ohne DVD kaufe, ist einfach, weil das Ding dann fast 10 € kostet. Also, das ist für mich definitiv ein No-Go. Das sind fast, also nicht ganz 10 €, aber das sind 3, 4 € mehr für eine DVD mit ein paar Trailer drauf und 2 Folgen oder so oder 3, ja. Ich meine, das ist für die einen oder anderen natürlich schon praktisch. Aber die Frage ist, möchte ich für ein Magazin 10 € zahlen und das monatlich? Oder fast monatlich, also 10-mal im Jahr, beziehungsweise abonnieren. Kostet dadurch ja natürlich auch mehr. In den Bahnhofsläden kriegt man die Animania tatsächlich auch ohne DVD, was ich eine schöne Idee finde für die Leute, die die DVD einfach nicht wollen. Zumal ich nicht auf deutsche DVD-Releases angewiesen bin, da ich einfach lieber, und da bin ich ganz ehrlich, englische Untertitel lese und japanische Originalsprache höre. Ist einfach so. Und da kann ich mit deutscher Synchronisation nichts anfangen. Ich sag nicht, dass sie schlecht ist. Ich möchte das gar nicht kritisieren. Aber ich bin nicht der Meinung, dass sie besser ist als die japanische. Oder wenn, dann zählt es definitiv nur für professionelle Sprecher, die zum Beispiel in Filmen auftauchen, wie zum Beispiel Synchronsprecher für Bruce Willis oder Johnny Depp oder sonstiges. Ansonsten Laiensprecher, sag ich mal, oder diese angeblichen Supersprecher aus Deutschland, die finde ich teilweise überhaupt nicht gut. Und wenn, dann muss ich sagen, gehen wir lieber zurück in die Zeit, wo Detektiv Conan und Ranma 1/2, Inuyasha, Shin-Chan finde ich auch, eine wahnsinnig klasse deutsche Synchro hatten. Und da kann ich mit dem heutigen Kram leider, leider einfach nichts mehr anfangen. Deswegen, aber ich finde deswegen sehr gut, dass das ganze Ding für 5 € weiterhin angeboten wird ohne DVD. Ja? Dass quasi du zahlst nur mehr, wenn du wirklich willst. Und das finde ich gut. Das ist ein super Ansatz. Das ist, du wirst quasi vor die Frage gestellt, möchte ich mehr Geld dafür ausgeben, weil ich die DVD haben will, weil da mal was, eine Folge drauf ist von einer Serie, die ich mal anschauen will. Oder möchte ich es nicht, weil ich brauch's nicht, weil eben, wie zum Beispiel für mich jetzt, mich interessiert es einfach nicht, diese deutsche Synchro oder etc., die Releases, die Anime-Releases zumindest. Und dann habe ich die Auswahl und das ist ein super Ansatz, Leute. Das ist, du bist nicht gezwungen, etwas zu kaufen für mehr Geld, sondern du bekommst die Auswahl selbst zu entscheiden als eigenes Individuum. Jeder darf das selber für sich entscheiden und kauft es dann. Das finde ich super klasse. Da könnte ich abfeiern, bis ins geht nicht mehr, weil das ist wirklich ein super sauberer Zug von der Animania und da muss ich wirklich mal fett applaudieren, das ist richtig, richtig geil. Also das sollte man als Standard bevorzugen, finde ich persönlich. Und ja, was sollen wir doch dazu sagen? Das Label Animania, ich lese jetzt von Wikipedia vor, weil ich das wirklich so jetzt selber nicht wusste, gehörte bis Februar 2010 zu Weird Visions. Nach der Insolvenz von Weird Visions wurde die Zeitschrift vom Chefredakteur Thomas Webler aus der Insolvenzmasse aufgekauft und in die Animagine GmbH übertragen. Dabei wurde der Großteil der bestehenden Redakteure übernommen. So, wusste ich nicht. Wissen wir jetzt. Also, da hat sich auch einiges getan. Also, man sieht, es geht einfach es geht nicht nur bergauf, es geht auch mal bergab, aber trotzdem hat sich Animania irgendwie geschafft, weiterhin zu etablieren und es ist nach wie vor erhältlich, muss man auch dazu sagen. Seit 1994 es ist weiterhin erhältlich, es gab keinen Breakdown, wo die Animania komplett weg war. Also das ist wirklich was, wo man sagen muss, das ist wirklich genial.
Mittlerweile muss man sagen, erscheint die Animania sechsmal im Jahr, nicht mehr zehnmal. Und ich weiß aber leider nicht, ab wann das so war. Aber was ich euch sagen kann, ist, dass die Ausgabe, seit der Ausgabe 2005, im Moment, im April, genau, im April 2005 kam die Animania mit der DVD raus. Mit dem Pilot-Episoden, Trailer, Interviews, Making-ofs und bla bla bla. Das ist ja auch wieder so ein Punkt, wo ich mir sage, es ist okay eigentlich, wenn man die DVD kauft. Man ist nicht blöde. Man bekommt Making-ofs, die man sonst so nie zu Gesicht sieht. Making-of, was habe ich zum Beispiel gesehen? Making-of, Making-of Prinzessin Mononoke war sehr, sehr geil. Sehr, sehr geil. Oder, nee, allgemein, das war Ghibli Studio. Es war Ghibli Studio. Wie sie das zeichnen, wie sie das animieren und synchronisieren. Und es war richtig, eine recht kurze, aber trotzdem, es war so ein Blick hinter die Kulissen, die man so vorher nicht hatte. Das ist also wirklich, es lohnt sich eigentlich dann doch, so eine DVD zu kaufen. Aber ich sag mal, nur für diese Making-ofs werde ich persönlich dafür nicht mehr Geld ausgeben. Aber das ist jedem selbst überlassen, ob er das tut oder nicht. Das ist ja das Schöne dran. So, die Mitarbeiter der Animania richten zudem die jährlich im Sommer stattfindende Anime-Convention Animagic aus. Die kennt der ein oder andere von euch. Ich bin nicht so der Fan von diesen deutschen Anime-Conventions. Ich war mal auf einer, die war ganz nett. Ja, aber der Bringer ist für mich persönlich nicht. Und ich werde darüber auch keine Monologien machen oder sonstiges Podcast-Gedöns, weil ich habe einfach zu wenig Ahnung darüber. Ich war erst auf zwei Stück und es hat mir gereicht. Persönlich finde ich auch den Japan-Tag total für einen Hintern, aber das ist nur meine Meinung. Jeder, der den Japan-Tag genießt, Leute, genießt ihn. Das interessiert nur mich nicht. Also, es kann es euch egal sein. So. Was gab's dann noch? Genau. Die erste Animania-Chefredaktion trennte sich Ende 2000. Und zwar nach der Ausgabe 39. Komplett. Und im Jahr 2001, im Januar, haben sie dann ein eigenes Fachmagazin auf den Markt gebracht, und zwar die Manga-Szene. Die Manga-Szene. Da hat wohl irgendwas nicht so ganz von der Chemie gepasst, oder was auch immer. Oder der Style, oder was auch immer. Vielleicht wollten sie auch nur den Leuten noch mehr Chance geben, auf Anime-Manga aufmerksam zu werden. Auch möglich. Man weiß es nicht. Es wird gemunkelt und geschunkelt. Weshalb wir jetzt zur Manga-Szene kommen. Und das ist dann quasi so der Abschluss. Die Manga-Szene seit 2001 bis 2006 regelmäßig erschienen und wurde im Herbst 2007 nach einer weiteren Sonderausgabe eingestellt. Man merkt also, die Manga-Szene war nicht so bekannt, beliebt, berühmt. Woran könnte das liegen? Gegründet wurde sie von eben diesen ehemaligen Mitarbeitern von der Animania. Die haben sich gedacht, sie machen was Eigenes, aber irgendwie hat's doch nicht so ganz geklappt. Tja, ihr merkt, ich kann nicht viel über diese Manga-Szene sagen. Ich hatte zwei Stück damals gekauft. Ich fand sie auch gar nicht so schlecht, muss ich sagen. Und die Poster waren awesome. Awesome Poster waren awesome. Ich bin sowieso der Meinung, ein Magazin ohne Poster, das geht einfach nicht. Und das sowas macht ja teilweise die Animania, wenn ich hier nicht komplett alles ablüge. Aber ich habe so oft das Gefühl gehabt, dass die Animania kein Poster hat, weil wegen den DVDs. Das finde ich ein bisschen schade, weil ein Magazin ohne Poster ist für mich nicht kein reines Magazin. Das gehört einfach zu einem Magazin-Dasein dazu. Und ich bin jedes Mal froh, wenn in der Koneko ein einigermaßen gescheites Bild hängt. Das ist wirklich so. Ich feiere da voll ab. Ich liebe es.
Wenn ein richtig schönes Bild drin ist, dann hänge ich das mir hier auf. Bisher habe ich aber leider nur ein Persona 4 Bild hier, was ich sehr genial finde, weil Persona 4 ist nicht so alltäglich. Und ja, finde ich immer schade, finde ich sehr schade. Aber was will man machen, ne? Was will man machen? Ich bin wirklich gerade so auf dem Schlauch. Also, ich kann euch gar nichts eigentlich über die Manga-Szene sagen. Sie war im Endeffekt genau das gleiche, hatte diverse Sonderhefte, die sich um Yuri und Yaoi drehte. Also um Lesben und Schwulen, kann man so sagen. Schwulen-Mangas und Lesben-Mangas, wo zur Sache gehen, sage ich mal. Also nicht nur Larifari sind, sondern schon so ein bisschen mehr in die, ich sag mal, sexuelle Szene gehen. Wobei ich jetzt da auch nicht so ganz sicher bin, ja. Weil ich hier habe ich im Moment nur die Infos von Wikipedia und mein Problem ist es hier gerade zu differenzieren, ob der Schreiber nicht oder ob Manga-Szene allgemein da nicht Yuri mit Jojo-Ei und Yaoi nicht mit Shonen-Ei verwechselt, weil Yuri und Yaoi sind ganz klar Hentais, also pornografische Inhalte, also Mangas mit pornografischen Inhalten, die sich jeweils um entweder Lesbenliebe oder um Schwulenliebe dreht. Das heißt, mit allem gezeigt. Ja, das kann ich mir ehrlich gesagt hier in Deutschland nicht vorstellen, so alt, aber man weiß es ja nicht. Vielleicht ist es ja trotzdem, vielleicht sind sie auch deswegen down gegangen, was so auseinandergerissen worden deswegen, weil Deutschland ist ja sehr, sehr, wie soll ich das ausdrücken, sehr sensibel, was das Thema Sexualkunde, sage ich mal, oder allgemein sexuelle Anspielungen oder Darstellungen angeht. Sind ja das sehr prüde, die Deutschen. Ja, sehr, sehr prüde. Weshalb man da auch dann so in der Schule gesagt bekommt, dass man Pornos liest und dass das dann echt nicht cool ist, wo man sich dann einfach nur denkt, wow, man sieht vielleicht mal uns einen Rock hochwedeln, wo man dann eine Unterschlüpfer sieht oder man sieht mal Nippel von der Brust, eine nackte Brust, oh mein Gott, oder man sieht die Frauenkörper unten mit einem Nebel so leicht vor dem Gemächt. Also, Gemächt war falscher Ausdruck. Oh, ich hab Gemächt, habe ich jetzt echt Gemächt gesagt? Ja, genau. Das wäre dann Futanari, aber dazu kommen wir dann wann anders. Nein, also vor der Vagina. Ich hoffe einfach, ich krieg hier keinen ab 18 Ban, wenn ich sowas sag. Wie gesagt, da muss man echt aufpassen. Also ich habe hier auch in YouTube Angst, dass wenn ich irgendwas in der Richtung so offenbare, dass es dann heißt, Ben, der hat Vagina gesagt. Ja, man weiß es halt nie, ne? Ich meine, im Endeffekt ist es ein Fachbegriff, aber hey. Ja, was sei dazu noch gesagt? Also ich bezweifle es einfach mal, dass Yuri und Yaoi in einem Sonderheft rauskamen, aber ich weiß es, wie gesagt, nicht. Ja. Ich weiß auch den Preis leider nicht. Ich weiß im Endeffekt wirklich jarnischt. Jarnischt. Aber ich lese hier unten gerade was Interessantes. Die Manga-Szene-Redaktion hat auch mehrfach die Anime-Convention Bonenkai veranstaltet. 2001 in Karlsruhe, 2002 in Leverkusen, 2004 und 2006 jeweils in Neustadt an der Weinstraße. Und 2006 war ich in Neustadt an der Weinstraße auf der Bonenkai. Genau. Diese Anime-Convention, da war ich. Und die war ganz putzig. Die hatte ein interessantes Programm und alles. Aber es war damals einfach noch nicht meine Welt. Ich war noch damals ziemlich schüchtern. Ich hatte keinen Bock auf Leute. Für mich war das eher so die Möglichkeit, mal, ich sag mal, exotischere Mangas zu bekommen oder auch von so meinen Lieblingsserien, wie es damals auch schon Comic Party war, wollte ich einfach mal den Manga dazu sehen und wenn er nur japanisch wäre, ich hätte ihn trotzdem gekauft. Aber es war einfach so, ich habe mir als Kind, ja, also als Jugendlicher, ohne es zu wissen, habe ich mir dann von Comic Party zwei Mangas gekauft. Die waren ziemlich dünn. Bis ich dann später herausgefunden habe, dass das sogenannte Doujinshis sind. Und derjenige,
der mir quasi das Geld ausgeborgt hat für diese Doujinshis, weil die ziemlich kackenteuer waren. Der hat nur gegrinst. Ich so gemeint, hey, ich will mal was von meiner Lieblingsserie sehen, so voll unschuldig. Und er wusste ganz genau, da drin sind pornografische Inhalte. Ich wusste das nicht. Man konnte, durfte auch nicht reingucken, das war das Schöne dran. Und ich habe natürlich dann die Katze im Sack gekauft, bin nach Hause, hab's gelesen, wollte es lesen natürlich, hab dann wieder gedacht, ach, ist ja japanisch, kann ich gar nicht lesen. Ja gut, dann schaue ich mal die Bilder. Hallo. Ja, es ist so, war dann so quasi meine Reaktion. Das war 60 Euro quasi für den Arsch. Ich habe die Dinger heute noch. Ich bin ja irgendwie, ich sag mal so halbwegs stolz in meiner Sammlung, so zwei Doujinshis zu haben. Ich meine, es ist nicht alltäglich und ich finde es ganz nice, sag ich mal. Ganz nice. Es ist definitiv nicht der Burner. Aber man kann mitleben. Man kann mitleben. Es ist nicht so. Ich habe die 60 Euro rausgegeben, die sind jetzt weg. Punkt. Ich habe paar Doujinshi, zwei Doujinshi in meiner Sammlung. Jo, why not? Gehört irgendwie auch dazu. Ja. So, ich würde sagen, das war es eigentlich auch dann schon wieder von mir, von meiner Seite. Wir hatten heute die Manga, die Manga-Pause sag ich schon. Wir hatten heute die Koneko, die Animania und die Manga-Szene. Von diesen drei waren die Manga-Szene eindeutig die schwächere, muss ich ganz ehrlich sagen. Die Manga-Szene hatte zwar mehr Inhalt von Anime und Manga und auch hat sich bemüht, was zu tun, aber die Qualität hat einfach gelitten. Und ihr merkt ja, ich kenne mich sehr, sehr schwer nur aus. Ich habe zwei, drei, wie gesagt, zwei, drei Magazine mal gelesen gehabt und habe danach aufgehört, weil es einfach nicht so gut war wie die Animania. Und die Koneko ist für mich quasi so ein lustiges Nebenbeispiel, die ab und zu mal einfach auf andere Art die Informationen transportiert, andere Bilder natürlich hat, wäre ja langweilig, und anderen Schreibstil möchte ich besonders immer haben. Also nicht hier deinen typischen Redaktionsslang, sondern wirklich was Individuelles, dass du merkst, ach, das ist jetzt der und der Schreiber. Sowas ist mir immer wichtig. So sind meine Kriterien nach Magazinauswahl. Und die Koneko war einfach so ein putziges Beispiel, wie man am Anfang seiner Karriere quasi, sage ich mal, noch immer so putzige Fehler macht wie ein doppelseitiges Poster rausbringen. Also ich meine, zwei Poster reinbringen in das Comic, in das Comic, in das Magazin. Und diese zwei Poster haben Vorder- und Rückseite, also jeweils sind es insgesamt vier Poster. Und ihr müsst euch das vorstellen, die bestehen ja dann quasi aus zwei Hälften, ne? Also eine ganze aufgeschlagene Seite ist ein Poster, ihr kennt es ja, zum Rausreißen. Aber das war so, die haben das so putzig, ich musste so lachen, als ich das aufgeschlagen hatte. Da war ein Teil irgendwie Gundam Wing und auf der anderen Hälfte war irgendein anderer Anime. Und als ich es dann rausgerissen habe, ich habe erst so gedacht, what the hell, reiß es so raus, möchtest du aufmachen und dann ist einfach so die eine Hälfte nur das und die andere Hälfte nur das und auf der anderen Seite sind die anderen Hälften auch wieder vertauscht. Es hat also überhaupt keinen Sinn gemacht, diese Poster. Es war so putzig und das hat für mich Koneko sehr sympathisiert. Ich habe mich also nicht beschwert, sondern im Gegenteil, das hat mich dazu gebracht, mal dieser noch recht jungen Generation von Anime-Manga-Magazinen mal so ein bisschen Aufmerksamkeit zu schenken und mal zu gucken, wie das sich da noch weiter, wie das so weiter vonstatten läuft. Also es war recht witzig. Also mit so Comics, Comics, ich sehe, ich mit meinen Comics jetzt. Ich mit so Postern kann man natürlich nicht viel anfangen. Ganz klar. Aber na gut. Fehler sind auch nur Menschen, Fehler passieren. Ich bin nicht der Richter von den Fehlern anderer Menschen. Das definitiv nicht. So, das war's für diesen Podcast. Boah, verspreche ich mich heute auf. Das ist ja ekelhaft. Das war mein Monolog, meine Monologie
zu Koniko, Animania und Mangaszene. Ich werde mit euch live sozusagen die Koniko und die Animania mal ein bisschen durchchecken und mal so meine Meinung dazu abgeben und ja, schauen wir uns die Sachen einfach mal an. Und dann könnt ihr euch selber ein Bild von machen. Von der Manga-Szene habe ich hier leider nichts mehr, aber das würde euch auch gar nichts mehr bringen, weil man die Manga-Szene auch nicht mehr kaufen kann. Ja. Demnach, denke ich mal, ist es vertretbar. Und ich würde sagen, man sieht sich, hört sich, eventuell schreibt sich sogar. Danke fürs Zuhören. Bis dahin. Haltet die Ohren steif, meine Freunde. Bis dann, ciao.